Ding. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty mit dem Pleitevogel und dem Olaf. Seht ihn euch an, der junge Mann. Man kann ihn gar nicht sehen. Er hat einen Strohhut auf. Er ist auf dem Weg zur Arbeit. Sein erster Arbeitstag. Ich bin so stolz auf ihn. Olaf, wie geht's dir? Du siehst aus wie ein richtiger Mann schon. Was beschäftigt dich im Moment? Wird das alles irgendwann wirklich mir gehören, Vater? Und wenn das so ist, müssen wir uns für eine angemessene Anzahl an Dorfbewohnern sorgen, um den Arbeitsplatz zu sichern und alle Aufgaben sinnvoll verteilen zu können? Ein guter Anführer sollte seine Untergebenen richtig einsetzen können, anstatt sich selbst dreckig zu machen und zu verausgaben. Da hast du wohl recht, mein junger Mann. Da hast du wohl recht. Oh, der hat gar keine Lehre. Der hat gar keine Lehrstelle. Olaf, du musst was lernen. Du musst fleißig lernen. Und damit du was lernst, kommt der junge Olaf heute in die Jagdhütte. Ich habe 4 Jäger, alle Level 10. Was meint ihr, wie schnell der da auflevelt? Das wird ein Spitzenjäger, der junge Mann. Ein Jahr gebe ich ihm, dann ist er da durch. Ne, junger Mann, das schaffst du. Du bist ein großer Jäger. Mach dein Vater stolz. So. Ach, wenigstens noch freudige Nachrichten heute. Denn ich habe auch Nachrichten, die sind nicht so freudig. Wir werden heute aber erstmal anfangen, ein bisschen Obst zu pflücken. Denn es ist Sommer. Ist eigentlich so. Ist Sommer. Nee, das ist Frühling, oder? Nee, wie ist Sommer? Tatsache. Der Sommer sonnt sich sonnig gut, wenn der Sommer wieder da ist. Ja. Das tat jetzt nicht so gut, der Reim. Aber es ist trotzdem Sommer. Und das Gute am Sommer ist, ich kann Früchte ernten und das werde ich auch tun. Ich sehe gerade, da ist gerade ein Dach kaputt gewesen. Ich stelle mich mal ganz heimlich neben die Damen hier. Vielleicht kann ich was belauschen. Aber ansonsten gucken wir einmal kurz ins Menü rein. Gehen auf unsere Dienstleistung, auf unsere Bauhütte. Und sagen der Bauhütte erstmal, geh mal und repariere alles. Warte, so. Ich klicke das mal alles durch hier, ne? Dass wir hier jedes Haus erreichen. Bis jetzt sieht das alles wunderbar aus. Ich kann alles reparieren. Das heißt, wir haben genug Ressourcen da. So muss das sein. Gut. So, damit ist die erste Hürde des heutigen Tages schon mal errichtet. Der Tag war schon mal nicht sinnlos. Ja, weil wir die Bauhütte gesagt haben. Weil wir der Bauhütte gesagt haben, die sollen mal ein bisschen was machen heute. Ne? Und der kleine Kasimira, oder die kleine Kasimira, die bekommt noch einen Holzvogel dazu. Dann haben wir auch noch eine gute Tat getan. Viel Spaß damit. Und dann kann der Tag wieder weitergehen. So, wir werden, wie gesagt, erstmal fleißig Obst pflücken. Weil ich habe gerade Lust darauf, Obst zu pflücken. Frag mich nicht, warum. Ich würde auch gerne Kleinigkeiten mampfen davon. Habe ich da noch was von? Hier, ein paar Pflaumen. Die sorgen für einen guten Durchgang, wenn ihr wisst, was ich meine. Da darf man nicht so viele von essen auf Mal. Das ist nicht gut. Das kann Probleme geben. Guck mal, wie voll wir schon sind. Oh, guck mal, die Karotten. Wie gut die im Saft stehen dieses Jahr. Meine Herren, da gibt es aber richtig gute Erde. Flachs auch hier. Was ist hier, der Roggen? Ja gut, der ist ja noch gar nicht. Der ist ja erst im Herbst dran. Der Hafer ist am Wachsen. Das ist da vorne Weizen, müsste das sein, ne? In der Mitte. Hier, guck mal, das Zeug haben die schon geerntet hier. Oder sind die schon dabei? Ja, ja. Oh, wie Bürger. Was rebelst du mich denn an heute? Was ist mit dir los? Die geht heute auf Kuschelkurs. Was ist denn? Noch einer auf Kuschelkurs? Ne, die weicht noch aus. Schade aber auch. Ich habe mich schon gefreut, heute mal ein bisschen engere Arbeitsbeziehung hier. Gut, egal. Ich bringe erstmal kurz die Ladung Pflaumen weg. Es sind ja nur 400. Ah, die paar Pflaumen. Aber ein paar Kirschen haben wir ja auch noch. Ne? Die können wir auch... Oh, warte mal, hier. Edburger, was sitzt du hier so allein? Wie wär's denn mal mit einem... ein Reh. Ein kleines Holzrehchen. Ja, wunderbar. So muss das sein. Ne? Ja, wenn die Kinder da allein sitzen, dann kann die auch irgendwas haben zum Spielen so ein bisschen, ne? Hallo Mira. Du auch. Guck mal, für dich habe ich auch ein Reh. Ne? Bin ja nicht so. Gerald kommt auch schon angelaufen. Der will auch was haben. Guck mal, du kriegst dann einen Wolf.
Nee, du kriegst ein Kaninchen. Du bist noch zu klein für einen Wolf. Der Wolf kommt später, wenn du älter bist. So. Und jetzt die Kirschen. Warum sind die Kirschen... Die sind noch nicht abgeerntet. Aber warum sind die schon geerntet? Wer erntet hier meine Kirschen? Ich hab doch gesagt, ich mach das heute. Ach, man kriegt wieder kein fähiges Personal hier. Das haben bestimmt die Kinder. Hier, du warst das doch, oder? Big Bird. Hast du die Kirschen hier weggenascht? Dann kriegst du auch nur ein Kaninchen heute. Dann gibt's keinen Wolf für dich. Goodbye, Sir. Ja, brauchst gar nicht so traurig Goodbye sagen. Das wirkt bei mir nicht. Ich bin da knallhart. Knallhart sind wir da. Junger Mann, knallhart. So. So, nachdem wir unseren Namen hier erstmal wieder reingewaschen haben. Hello, Dubrova. Ich habe für dich eine Kleinigkeit. Hier ein kleiner Holzwurf. Holzwurf. Wer kennt ihn nicht, den Holzwurf? Hier, nimm mal den Holzwurf und werf ihm mal den Wilbert da an den Kopf. Ach, der rennt wieder weg. Pidiberta. Musst du nicht arbeiten? Hast du keinen Job? Die hat keinen Job. Pidiberta. Das geht ja nicht. Das kriegen wir hin. Glaub mir, wir kriegen das gemeinsam auf die Reihe. Was sind da deine Talente, sag mal? Du hast doch bestimmt irgendwas... Hier, bist du irgendwas gut begabt? Wanderer wie ich sind besonders gut darin, ergiebige Angelplätze und Pilzgründe zu finden. Selbst auf längeren Reisen kann ich mich ohne Schwierigkeiten selbst versorgen. Ich finde immer etwas. Das ist ja nicht so gut. Filiberta, komm, ich suche dir jetzt mal was raus hier, ja? Ich habe noch einen guten Job für dich, glaube ich. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich mit Filiberta machen? Ich glaube, die kann nicht so... Ja, als Schmied ist sie nicht so geeignet. Als Jäger, naja. Tatsächlich. Oder wollen wir sie wirklich in die Kräuterhütte stecken? Ich meine, das wäre eigentlich was für die, ne? Weil ich glaube, in der Kräuterhütte habe ich eh nichts los. Da ist keiner. Hier. Komm, geh mal in die Kräuterhütte. Kannst du ein paar Getränke brauen? Oder Tränke brauen? Keine Getränke. Tränke bitte. Soll nicht schmecken, es soll wirken. So. Sambuja, dich hatte ich schon, oder? Hier habe ich. Nee, habe ich noch nicht. Komm, dann kriegst du noch ein Kaninchen von mir. Bin ja nicht so. So. So, Leute. Jetzt zu meinem eigentlichen Problem. Wir haben ja gestern. Was heißt gestern? Am Freitag, ja. Haben wir hier auf dem Marktplatz rumge. Auf einmal sind die Tische wieder da. Die waren eben gerade weg. Ja, Mann. Leute, tut mir leid. Ich bin blind. Also, ich habe folgendes Problem. Mein Rechner ist abgeschmiert. Was heißt abgeschmiert? Ich wollte ein Spiel spielen. Ein ganz spezielles. Und, ja, das hat nicht funktioniert. Und ich musste dann... Am Ende hat mich das so weit getrieben, dass ich meinen ganzen Rechner neu aufgesetzt habe. Inklusive Medieval Dynasty. Und ich habe die Spielstände nicht gesichert. Aber glücklicherweise habe ich die Spielstände auch online gesichert. Jaha. Allerdings habe ich jetzt nur einen Autosave-Spielstand gehabt. Und ich habe gerade... Kurz bevor ich aufgenommen habe, habe ich gerade hier einmal kurz hingeguckt. Und die Tische waren weg. Ich könnte schwören, die Tische waren alle weg. Aber der Dings war noch hier, der Grill. Das war sehr verwirrend. Und da habe ich schon gedacht, oh Mist, dann muss ich das ja alles neu bauen. Aber, das sieht ja gut aus. Oder? Warte mal, das sieht ja gut aus hier. Ist ja alles da geblieben. Das macht die Arbeit natürlich deutlich einfacher für mich. Also deutlich einfacher. So, dann müssen wir Folgendes noch erledigen. Warte mal, was haben wir denn überhaupt in der Tasche? Habe ich irgendwas mit? Ein paar Bretter habe ich mit. Die packe ich mal gleich hier hin. Die werden wir noch brauchen. Holzbolzen. Ja, Holzspeere habe ich noch 5 Stück. Oh, ein paar Speere können wir da auch raufpacken, ne? Sieht so aus, warte mal. Ich schmeiße die mal auf den Boden. Wenn die auf dem Boden liegen, dann richten sie nicht so viel Schaden auf, wenn ich sie aufnehme. Und dann kann man die... Warte mal, ich gehe mal in First Person dazu. Das ist so eine Sache. Ja, und dann ist heute wieder so ein bisschen... Müssen wir uns heute wieder so ein bisschen begnügen. Und so ein bisschen was machen. Ich werde aber nicht hier den ganzen Tag im Grill rumbasteln. Der ist ja quasi fertig schon, ne? Ich werde gleich mich mit was anderem beschäftigen. Und zwar, wir brauchen hier Fleisch für den Grill. Und so fängt er, kann ich mit dem Grill ja auch nicht viel anfangen, wenn da nichts drauf ist.
Moment, ich muss mich kurz konzentrieren hier. Oh. Nein, und gerade in so einer Position, dass man hier wieder alles auseinanderreißen kann. Glücki Glück. Glücki Glück. Wer kennt ihn nicht? Glücki Glück. Das Glückswalross. Ihr kennt ihn nicht? Seid froh, ich kenne ihn auch nicht. Und ich habe nichts verpasst. So. Wunderbar. Ich finde, das sieht schon fast... Ja, so ganz super kriegt man das jetzt auch nicht hin. Ne? Ich habe es jetzt auch ein bisschen groß gebaut. Normalerweise baut man jetzt schön über einem Feuer. Und dann passt es auch viel besser. So, wir müssen hier natürlich jetzt auch ein bisschen noch... Ich glaube, mir fehlen für Tische. Weil die Tische bauen kann ich jetzt nicht, ne? Ja, da fehlen mir Holzstämme. Ein paar Holzstämme fehlen mir. Aber gar kein Problem, die werden wir uns besorgen. Werden wir uns die nämlich. Und zwar volle Kanne. Warte, ich hole mal mein treues Ross. Mein Schlachtross. Da ist es. Komm mal mit, du. Wir rennen mal kurz zu unserem Lager. Lager. Möglich. Lager. Ja, zum Lager halt, ne? Ich weiß nicht, was ich gerade für ein Wort gesucht habe, aber Lager ist schon richtig. Es ist ja ein Lager. Was soll ich da noch andere Wörter für finden, wenn das Lager schon passt? So, dann einmal hier an die Truhe ran und... Wo sind meine Baumstämme? Holzstämme, meine ich. 45 Stück, das ist zu viel. Hätte ich dir gleich sagen können. Das hätte ich mir gleich sagen können. Warte, die Holzspeere packe ich mal... Oder soll ich die noch... Warte, nee, die nehme ich mal mit. Warte, abbrechen. Die nehmen wir mit. Da kenne ich gar nichts. So machen wir das. Jetzt bin ich auch ein bisschen überfüllt, aber das macht nichts. So, Pferdchen. Jetzt schleppen wir den Kram einmal kurz zur Baustelle. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ja, wir machen heute nur ein bisschen Deko. Ich werde heute auch... Ja, die Folge ist heute auch nicht so lange. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen fertig, weil ich so viel am Rechner rumbasteln musste, weil der so, ja, weil ich wie gesagt alles neu aufgesetzt habe. Das macht das alles nicht einfacher für mich hier, wisst ihr? Auch mein ganzes Zeug zum Videorendern und diesen ganzen Kram, die ganzen Einstellungen sind alle weg und dann muss ich noch ein bisschen was machen hier. Das wird alles noch sehr, sehr spaßig für mich heute. Hab ich so im Gefühl. So, warte mal, hier machen wir so einen langen Tisch hin. Oder wäre das mal eine Idee? So. So. Und dazu denn, warte mal. So eine Sitzbank. Oh, so eine gute Bank, ne? Das sieht nicht so ganz korrekt aus irgendwie, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Was habe ich denn noch alles in der Tasche? Das ist alles. Immer noch 31 Holzstämme. Warte, nehmen wir mal ein paar weg hier. 16. So. Ist natürlich ein blöder Standort für die Stämme, weil hier will ich ja bauen, aber okay. Man kann nicht alles haben. Und so wie ich mich kenne, kann ich hier nicht mal ein bisschen haben. So, warte, da ist eine Bank. Dann bauen wir hier noch eine. Und das kann man sich natürlich alles so gestalten, wie man das gerne möchte. Ne? Ist ja klar. Und deswegen gestalte ich mir das auch so, wie ich es gerne möchte. Ah, guck mal, ich kann es bauen, obwohl der Holzstamm da ist. Das ist gut. So, hier haben wir jetzt... eine kleine Bank, wo man essen kann. Da kann man sich dann bedienen lassen vom Grill, ne? Der Grillmeister selber, weil der braucht natürlich auch eine kleine Bank für sich, wo er sich in Ruhe hinsetzen kann hier. So. Und der muss dann natürlich auch noch einen Tisch hin. Das sind keine Tische, das sind Tische. So, warte hier, der hat hier so ein... Gott, wie sieht der aus? Der ist aber schief, Leute. Der ist aber schief. Das ist aber mit Absicht so. Aber der braucht doch irgendwie auch so einen kleinen... Oh, ich kann sogar Steinmauern bauen. Das ist gut.
Warte, hier kommt ja noch so ein kleiner Zaun hin. So. Jetzt fragt ihr euch, was bastelt der da schon wieder für einen komischen Kram hin, ne? Ja, das werdet ihr sehen, wenn es fertig ist. Das ist halt jetzt die Ecke für den Grillmeister. Der braucht auch ein bisschen Privatsphäre da, wenn er grillt. Ne? Weil Grillen ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das ist eine hohe Kunst. Eine sehr hohe Kunst. Die ist so hoch. Ha. Ja. Hätte auch nicht gedacht, ne? Dass die wirklich so hoch ist. Aber ja, ja, die ist sehr hoch. So. Da kommt eine Steinmauer hin. Und die Steinmauer zieht sich hier auch weiter. So. Und so. Gut. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Steine, damit wir die hier natürlich auch noch bauen können. So, und wenn wir das haben... Oh, hier beim Grill muss auch noch dringend eine Steinmauer davor. Das geht ja gar nicht. Eine Verletzungsgefahr hier, oder? So. Das gefällt mir. Gut, was haltet ihr davon? Guck mal, wie sie applaudieren. Wie begeistert sie gucken. Ja? Gerade Kanute, wie die guckt. Guckt euch diese Begeisterung an. Kanute, guck mal begeistert. Klatsch mal. Mach mal irgendwas. Ja, genau. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so gut hier. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen im Stich gelassen. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen... Naja. So, hier kommt eine Trennwand hin. Die müsste da hinten herum eigentlich noch weitergehen, ne? Aber so weit kann sie nicht gehen, weil wir haben hier... hier geht ja der Weg so ein bisschen rauf. Der geht hier übrigens auch weiter, der Weg, ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Aber hier hinten haben wir den Hauptweg. Bam, bam, bam. Hier in etwa. Das ist die Hauptverkehrsstraße. Da brauchen wir natürlich eine zweispurige Anfahrt, ne? Damit die Leute hier auch auffinden. Dum, dum, dum. So. Und das muss natürlich auch noch ein bisschen schön gemacht werden hier. Und hier müssen dann natürlich auch die Zäune wieder... Warte mal, jetzt muss ich doch den Zaun hier hinten lang machen. Bis wohin geht das hier? Nur bis hier, ne? Warte, ich kann jetzt den Hammer in die Hand nehmen. Mit dem Hammer in der Hand, da kann man immer ganz viel sehen hier. So, und... So, und hier dann müssen natürlich links und rechts so ein Zaun hin. Oh, so eine Mauer wäre natürlich auch cool hier, ne? Hier so lang. Vielleicht so ein bisschen nach außen verlaufend. So. Aber von hier natürlich auch, denn. Ich glaube, so in etwa. Boah, das kommt gut. Wie das hier rechts noch weiter geht, das haben wir noch nicht ausgeplant, das Gebiet, aber hier ist schon mal ein guter Eingang, finde ich. So, hier bauen wir noch nicht so viele Wege, weil hier werden wir noch mehr bauen, ne? Das ist ja nur erstmal der Anfang. So, und damit wir das bauen können, brauche ich erstmal ein bisschen Material, würde ich sagen. Weil die Holzstämme habe ich ja schon mal ein paar. Ah, die ganzen Bretter, was mache ich mit denen? Die muss ich ja erstmal weglegen hier, ne? Die Bretter muss ich erstmal weglegen. Wo packen wir die denn hin? Am besten hier bei den Rohstoffen. Hast du auch Bretter hier? Sag mal. Guck mal, ich packe dir mal ein paar Bretter hier an die Seite. Jeder gute Rohstoffladen braucht auch Bretter. Vor allem die guten aus unserem Dorf. So, wir brauchen natürlich ein paar Steine hier, ne? Oh Leute, jetzt,
Jetzt kommt was, warte mal. Die holen wir zu Fuß. Ich kann zu Fuß mehr Steine transportieren als mit Dings. Das habe ich heute im Stream gesehen. Von einer jungen Dame. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja wohl zu geil. Warte, ich zeige euch das. Jetzt holen wir Steine. Wir brauchen ein paar Steine zum Bearbeiten da hinten. Ne? Es geht ja nicht anders. Und hier haben wir einen Korb mit Steinen drin. Das ist ein ganz großer Korb. Aber das macht nichts. Wir haben natürlich auch ganz viele Steine im Lager. Und zwar, wo sind hier die Steine? Bin ich zumindest der Meinung, dass ich ganz viele Steine habe hier. Hä? Bin ich rübergezoomt jetzt oder? Ich habe keine Steine? Wo sind meine Steine hin? Was ist hier los? Moment mal. Was ist hier los? Der verkauft keine Steine. Hier ist noch einer für Rohstoffe. Boah. Welcher Idiot hat das denn wieder eingestellt hier, sag mal? Das ist ja auch nicht mehr ganz normal, oder? Das ist voll Psycho. Warum? Warum mache ich sowas? Sagt mir das. Kann mir das einer verraten? So, egal, da haben wir nur die paar Steine. Da kann man auch Folgendes nehmen. Man nimmt einfach den Korb. So. Du musst ihn nur hoch genug halten und auf dem Kopf balancieren, den Korb, wie wir sehen, ne? Machen wir, wie das unsere Vorfahren das gemacht haben. Immer die Steine, den Korb mit den Waren auf dem Kopf transportieren. Und dann stellen wir den einfach hier hin. So. Und dann können wir uns die Steine nehmen. Und hauen sie rein. Ist das cool oder ist das cool, Leute? Als ich das gesehen habe heute, dachte ich so, wow. Warum ist man da selber nicht auf die Idee gekommen? Also zumindest nicht so richtig, ne? Ist das geil. Naja, auf jeden Fall, es gefiel mir sehr gut. Da dachte ich, das musst du auch machen. Vor allem, es lohnt sich ja, ne? Das ist ja richtig sinnvoll hier. Ne, Prinzbiet? Und du machst hier wieder nicht mit. Ja, du kannst mir helfen. Du kannst hier mithelfen, Steine zu transportieren. Und dann kriegst du auch einen Holzvogel. Goodbye, Sir. Ja, der bleibt einfach sitzen und macht nichts. Ich hab's mir fast gedacht. Die Kinder hier im Dorf. Man haut sich erstmal eine Birne rein. Ja, genau. Ich arbeite hier und er haut sich eine Birne in den Kopf. Ja, ich habe nämlich auch was hier. Ich habe nämlich Kirschen. Ja, ich habe. Oh, ich schleppe die ganzen Kirschen mit mir rum. Kein Wunder, dass ich Hunger habe. Ach, warte, ich darf die nicht alle essen. So. Er hat nur eine Birne. Ich habe bestimmt 20 Kirschen gefuttert jetzt. Hey. Das kommt davon, junger Mann. Das kommt davon. Wolltest mich ärgern? Jetzt habe ich dich geärgert. So, dann nehmen wir mal die 30 Steine noch. So. Und schwuppdiwupp, ist der Kram schon mal fertig. So, dann nehmen wir mal den Korb. Und dann geben wir, oh. Man muss natürlich, darf natürlich nicht so schnell machen, ne? Denn da muss man so ein bisschen aufpassen hier mit dem Korb. Weil da fallen die Sachen ja auch schnell mal raus. Das ist so schön. Es ist so schön. Gerne mehr von sowas, oder? Ich sehe schon, wie jetzt alle zu Hause sich einen Korb holen oder ihren Kram reinpacken. Wenn man irgendwie was machen will. Warte, wo sind die Steine gerade hingeflogen? Hier. 70 Steine. Und die liegen hier einfach auf dem Boden rum hier. Alles muss man selber machen. So, einmal noch die beiden. Und mal kurz die Steindinger hier fertig. Da haben wir das nämlich auch schon gemacht. Steinmäuerchen. Aber ich finde die Bezeichnung so schön. Steinmäuerchen. Keine Steinmauer, nein. Ein Steinmäuerchen.
Gibt es dann auch noch mal eine Steinmauer irgendwann? Doppelt so groß, doppelt so dick. Würde mich ja mal interessieren. Wenn es ein Steinmäuerchen gibt, warum sagt man sonst so eine Verniedlichung davon? Wenn's da nicht was wenn da nicht was Größeres geplant ist. So, wir packen den Korb mit den Steinen hier erstmal hin. Wie war denn? Die packen wir hier bei den. Oh. Ja, das kann natürlich passieren. Und dann hat man das Problem, wenn die einmal rausgefallen sind, sind sie rausgefallen, ne? Die kriegst du nicht wieder so schnell da rein. Da musst du aufpassen. Weil die Steine, wenn das mehrere sind, kannst du ja die ja nicht einfach nehmen und da reinpacken. Dann kannst du die immer nur komplett aufnehmen. Und einfach runterwerfen. Das ist immer so ein bisschen. Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Aber so ist die Mechanik. Und wenn das so ist, dann ist das so. So, weil du hast hier Rohstoffe. Dann kriegst du hier den Korb hier mit hingestellt. So. Ne? Pass gut auf die Steine auf hier. So, das sind hier einzelne Holzstämme. Die bringen mir so gut wie gar nichts. Ich brauche jetzt noch einen Haufen Holzstämme. Mit der Holzstämme ist das schon wieder anders. Denn da brauche ich natürlich ein bisschen mehr. Wenn ihr wisst, was ich meine. Die kriege ich schlecht in den Korb gedrückt. Die Holzstämme. Ich meine, könnte sicherlich auch gehen. Ich weiß nicht, mit was könnte man so ein paar Holzstämme bewegen. Fällt gerade nichts ein. Im Weidenkorb. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Holzstamm. 40 kann ich aber nehmen, ne? Ja. Oh, die Kirschen, ey. Und die Speere. Warum habe ich die immer noch in der Tasche, die Speere? Warum mache ich einfach den Deckel zu, wenn ich weiß, ich kann eh nicht laufen? So. So, das heißt, bei der nächsten Fuhre muss ich zum anderen Lager fahren. Und dann da holen. Aber bei der nächsten Fuhre sehe ich, gerade, ist schon wieder Abend, ne? Der Tag ist schon wieder rum, fast. Oha, dann müssen wir schnell machen. Und schnell die letzten Sachen basteln. Wisst ihr, ich habe zuerst gedacht, komm. Aber seht ihr hier? Die Leute sammeln sich schon langsam, ne? Das ist doch schön, dass hier die Ersten sind. Ja, aber die haben schon alle Feierabend wieder. Das ist schon wieder nicht so schön. Speere. Ja, Speere packen wir mal hier hin, würde ich sagen. Da ist so eine Angelrute, da kann man hier auch die Speere packen. Ach, guck mal, der fällt von alleine ja schon fast gut. Da brauche ich ja nichts machen weiter. So, so. Und so. Das machen wir nochmal richtig, wenn Feintuning angesagt ist. Jetzt werden wir kurz noch ein bisschen hier Mauer bauen. Muss die Dinger reinpreschen hier, die Holzstämme. Holzstämme, sag ich. Die sollen hier nur einfach schon mal ein bisschen verbaut werden. Dann haben wir beim nächsten Mal nämlich schon ein bisschen was vorher geschafft. Und dann kann das hier weitergehen. Oh Mann. Und da gibt es noch ein paar Dinge, die muss ich noch bauen, auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar sehr gute Ideen schon gekriegt in den Kommentaren. Wie gesagt, noch ist alles offen. Ja, ihr könnt gerne noch ein bisschen was machen. Aber hier wird es auf jeden Fall noch ein bisschen. Oh, guck mal, ein Feuer haben die angemacht. Das andere mache ich auch an. So. Fehlt leider noch das rohe Fleisch, ne? Das wollte ich hier schön noch hingelegt haben, eigentlich schon. Aber heute noch nicht. Und man, wie man sieht hier, die Gegend ist schon beliebt, ne? Die Leute kommen schon gerne her. So. Die Leute kommen schon her. Also so schlecht war die Idee nicht mehr im Marktplatz. Was mir jetzt noch auf den Füßen brennt. Nee, der ist auch weg. Die Baumstumpen. Die sind auch weg. Die waren heute Morgen auch noch da. Ich sag's euch. Ich bin hier. Das Spiel macht mich fertig. Das macht mich heute fertig.
Ich schiebe das alles darauf, dass mein Rechner neu gestartet ist und nichts mehr richtig funktioniert, so wie es sein soll, ne? Ja. Aufgrund der Tatsache kann es auch gut sein, dass diese Woche die Mittwochsfolge ausfällt. Weil ich muss das hier erstmal alles noch ein bisschen in Ordnung bringen, Leute. Ich habe hier viele Sachen, die nicht so funktionieren, wie sie sollten. Und deswegen, ja, kann es sein, dass hier gerade diese Woche ein bisschen durcheinander ist und Chaos ist, ne? Macht euch also keine Sorgen, falls da jetzt ein paar Tage nichts kommt. Vielleicht klappt ja alles super. Ach, Entschuldigung. Vielleicht klappt ja alles super. Und dann sind wir bei der nächsten Folge wieder da, ne? Und falls du jetzt einer von meinen lieben Zuschauern bist, die mich noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich freuen, wenn du das jetzt machst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du mir einen Daumen nach oben geben und so weiter und so fort. Und ansonsten wünsche ich einen wunderschönen Tag noch. Haut rein und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.